Willkommen zu einem neuen Video. Ich mache gleich den Cooper-Test, natürlich vorwärts. Und der hat nichts mit dem Auto zu tun. Das heißt, ich mache also kein Wettrennen gegen ein Auto, wobei das sicherlich witzig wäre. Ich mache einen Test, der von einem Typen erfunden wurde, im Prinzip, der Cooper heißt. Und das ist auch nicht Alice Cooper und auch nicht der von Super Mario. So, ich hoffe mal, dass das Wetter so bleibt, wie es ist, nämlich trocken und schön. Weil pünktlich zum Feierabend fing es halt wieder an zu regnen. Dann kam die Sonne, dann wieder Regen, Sonne, Regen und so weiter im Wechsel. Jetzt ist es gerade, wie gesagt, wunderschön. Ich hoffe, das bleibt. Nochmal kurz was zu dem Cooper-Test. Der Cooper-Test besteht grob gesagt darin, dass man 12 Minuten lang so schnell und so weit läuft wie möglich. Für normale Menschen wäre ein exzellent oder ein sehr gut eine Strecke von 2500 Metern, 2100 Meter bis 2500 Meter wäre ein gut, darunter dann durchschnittlich und so weiter immer schlechter. Ja, das so als Info. Mit normalen Menschen meine ich ja nicht so quasi Menschen wie mich. Ich sag mal so Freizeitsportler, die ab und zu mal laufen, ein bisschen laufen und ein bisschen fit sind. Also ja, ich bezeichne mich mal als etwas fit. Den Test machen übrigens auch Schulen, die Bundeswehr und die Polizei, so als Einstellungskriterium, Kriterium, um zu gucken, ob die Leute was taugen. Falls es jemanden interessiert, der Test ist übrigens schon fast 60 Jahre alt und der Typ, der den erfunden hat, der war bei der amerikanischen Variante der Bundeswehr. Mir fällt gerade der Name nicht, US Army, genau, US Army. So, die Schwierigkeit bei dem Ganzen ist eigentlich ja nur, dass man sein Tempo findet. Das heißt, man sollte nicht zu so schnell loslaufen, weil man dann am Ende keine Energie mehr hat. Und man soll natürlich auch nicht zu langsam laufen. Am besten geht das natürlich, wenn man sich nicht dabei filmt. Hier mal kurz die Tabelle vom Test zur Verdeutlichung. Es gibt da ein paar Abstufungen nach Alter, nach Geschlecht und wie gesagt, für mich im Alter von 40 bis 49 Jahren wären 2,5 Kilometer Bestleistung. Die Grafik ist übrigens von Wikipedia. Den Test sollte man normalerweise unter genormten Bedingungen durchführen. Das heißt, bei einer gewissen Außentemperatur, bei einer gewissen Luftfeuchtigkeit. Und idealerweise auf einer Rennbahn, auf einer Laufbahn. Ja, oder man macht das dann einfach so wie ich und läuft. Naja. Hier mal das Ergebnis. So, ich wollte jetzt irgendwie so dramatisch auf die Kamera zulaufen. Was aber völliger Quatsch ist, weil mit dem Mikro in der Hand rennt man nicht nach einem Lauf auf eine Kamera zu. Oder auf dem Handy. Was soll ich sagen? Einmal nochmal gucken hier, das ist der wunderschöne Ort, an dem ich gerade eben den Cooper-Test gemacht habe. 12 Minuten meine Zeiten hier. Oder Zeit nicht. 12 Minuten waren es ja. 2,61 Kilometer. Ja, wie gesagt, denke mal ganz gut, weil 2,5 wären ausgezeichnet oder sehr gut. Bin ein bisschen drüber. Ich finde es gut. Also 430er Pace. Das ist auch übrigens meine Wunschgeschwindigkeit für alles. Also 5 Kilometer demnächst und auch 10, wobei das natürlich ein bisschen schwer wird. Na, das war doch mal ganz gut. Es war übrigens ein Pace von 4,36 und nicht 4,30. Ich habe mich da vertan in der Euphorie. Wie auch immer. Schöner Test, mache ich bestimmt nochmal. Und wo wir gerade beim Test sind. Ich war neulich in Amsterdam mit meinen Kindern. Es war sehr schön, ein kurzer Trip, wunderschöne Stadt. Da waren wir einen Abend dann nochmal in so einem Supermarkt, um was zu essen zu kaufen, offensichtlich. Und in einem Regal stand auf einmal Cola rum. Also nicht Cola rum, sondern Cola in verschiedenen Geschmacksrichtungen rum. Wie zum Beispiel Cola mit Bananengeschmack, mit Kokosnussgeschmack und mit Pina Colada-Geschmack. Habe ich mir natürlich gekauft, um es mal zu testen. Keine extremen Zooms auf mein Gesicht. Ansonsten lasse ich absichtlich mein Nasenwasser auslaufen. Cola mit Bananengeschmack. Die Holländer sind nicht ganz sauber. Das teste ich jetzt mal. Es gibt noch zwei weitere Sorten. Geruchstest.
Das riecht nach Banane schon. Also wird die Banane drin. Also Cola mit Bananengeschmack. Das wird der Shit. Das schmeckt wirklich nach Banane. Es schmeckt nach Banane. Es schmeckt räudig, aber ich habe den Drang, das auszutrinken. Ich teste noch mehr. Kokosnuss und Pina Colada. Also Cola mit Pina Colada Geschmack. Mein Gehirn kann das nicht verarbeiten. Cola mit Kokosnuss. Jetzt habe ich ein neues Shirt. Für das ich schon ein Lob bekam von einem Schattenhändler. Cola mit Kokosnuss. Pina Colada ist auch schon Kokosnuss eigentlich, ne? Also ganz leicht nach Kokosnuss. Das macht es aber auch nicht besser. Die Holländer. Warum? Oh, tut mir leid. Ich würde gerne, dass Holland aus der EU austritt. Alleine nur wegen der Scheiße hier. Tschüss, Holland. Ohne Holland fahren wir zur EU. Peace out. Mir ist übrigens klar, es müsste nicht Holland heißen, sondern Niederlande und auch Niederländer. Aber egal, es ist mein Kanal, also sage ich, was ich will. Also, die sind schon nett, es ist schon ein nettes kleines Volk, die Niederländer. Amsterdam ist auch schön. Es riecht zwar überall sehr nach Gras und Pisse, aber ja, wo tut's das nicht? Das war das Thema Cola-Test und das war somit auch das Video für diese Woche. Wieder mal so ein kleiner Einblick in mein super spannendes Leben. Und neues Video ist in der Mache, ist eigentlich auch schon fast fertig. In dem geht es um mich. Also es bleibt wie gehabt immer super spannend. In dem Sinne, das von mir. Bis nächste Woche und immer schön fleißig für die Rente weiterarbeiten. Peace out. Wismob.